Nivasa. Kurze Erläuterung des Sanskrit-Begriffes Nivasa als Teil des Yogavidya-Sanskrit-Wörterbuchs. Nivasa heißt zum einen Wohnort, Nivasa heißt auch Ruheplatz und im weiteren Sinne Nivasa heißt auch Kleidung. Also zwei Hauptbedeutungen, Wohnort, Ruhestätte wie auch Kleidung. Nivasa. Es gibt zum Beispiel auch einen Beiname von Vishnu, Shri Nivasa. Das ist derjenige, in dem Shri, also Lakshmi, wohnt. Oder derjenige, der in Lakshmi wohnt. Also in dem Lakshmi wohnt oder in, der in Lakshmi wohnt. Nivasa, Wohnstätte. Es gibt auch einige Ashrams, die als Nivasa bezeichnet werden. Es gibt Shanti Nivasa, also der Ort des Friedens. Oder auch in Ashrams werden manchmal Gebäude auch als Nivasa bezeichnet. Nivasa eben Wohnstelle. Da gibt es Shiva Nivasa, also ein Gebäude, in dem Shiva besonders wohnt. Oder Krishna Nivasa, da wo Krishna besonders wohnt. Oder auch ganze Gebäude als Nivasa oder auch ein Raum als Nivasa. Also Nivasa heißt Ort, Nivasa heißt Ruhestätte und Wohnstätte. Und in einem anderen Kontext heißt Nivasa auch Kleidung. Das war's für heute. Wenn du mehr wissen willst über diesen oder andere Sanskrit-Ausdrücke, dann gehe auf www.yoga-vidya.de. Dort kannst du Nivasa ins Suchfeld eingeben und du findest eine Menge Informationen darüber.